herzlichen Dank für die Einladung, hier aufschlagen zu können als Neuberufener und auch den ersten Vortrag halten zu dürfen. Ich bin, muss erst mal wieder eine starke Kälte. Ich hoffe, ich kenne mich mit Theresa May in einem Hustenanfall, aber ich hoffe, das wird schon irgendwie werden. Ich habe gerade festgestellt, ich bin der Einzige, der nicht über invasive Arten redet. Heute ist es da ein bisschen, weil ich bin ja selber nicht invasive Arten gesehen, weil ich ja als Architekt hier in die Fakultät der Landschaftsarchitektur gekommen bin, dankenswerterweise. Ich bin sehr froh darüber und habe mich auch schon, glaube ich, mit meinem Team hier sehr gut eingelegt und bin hier sehr gut aufgenommen worden. Ich möchte versuchen, das Thema, was du bei Sauerstoffmangel entwickelt hast, was du dann zum Kopfzerbrechen gemacht hast, Menschen, Pflanzen, Attraktionen, sehr ernst zu nehmen und versuchen, dann diese drei Themen in meinem Vortrag abzuarbeiten und gleichzeitig zu versuchen, das Profil meiner Professur etwas dadurch vorzustellen. Dieses Profil ist in einem Spannungsfeld zwischen einem naturwissenschaftlich-empirischen und einem konzeptionellen Arbeiten. Deshalb möchte ich aus unterschiedlichen Bereichen zwei, drei Beispiele herausgreifen, die da sozusagen zu dem zu synthetisieren, wie wir uns hier verstehen. Ich möchte beginnen mit dem, was du auch schon erwähnt hast, den lebenden Brücken. Diejenigen, die von mir schon Vorträge kennen, wissen, dass ich so gerne am Anfang zitiere. Heute zum ersten Mal auf der Basis eigener Forschungsarbeiten. Wir hatten das große Glück, dass ein Mitglied meines Teams in Berlin eine Forschungsreise machen konnte im April, Mai dieses Jahres. Und man muss sagen, glaube ich, dass einer der ersten Forscher überhaupt dieses Phänomen erstmalig wissenschaftlich angegangen ist. Zunächst stehen bei diesen Brücken die Menschen, aber natürlich auch die Pflanzen. Witzigerweise hast du schon die Art erwähnt, das sind ja nicht unsere Umbaum, Ficus elastica, das ist die Baumart, die diese Menschen, die Kasi-Tibel im Nordosten Indiens, in der Region Meghalaya, diese faszinierenden Ingenieurskonstruktionen als lebende Gebilde zu bauen. Was machen diese Menschen? Sie nutzen das besondere Wachstumsmuster von diesem Grünraum, das Elastika, der ja Wurzeln bildet, die sehr lang und sehr flexibel wachsen. Sie bauen temporäre Gerüste ihres Kampfes beispielsweise und bilden an diese Gerüste diese Luftwurzeln und formen und verbinden sie so zu einem zunächst ganz einfach erscheinenden Gebilde, das ist also ein grünen Knotenpunkt. Ganz einfache Techniken, ohne weiteres zusätzliches Material. Und das ist der Ausgangspunkt einer Brücke, der schon erahnen lässt, dass man für dieses Vorhaben, das haben diese Menschen wirklich extrem viel Geduld braucht. Das ist nämlich ungefähr 15 Jahre, bevor man die Brücke verwenden kann, denn nur so ganz allmählich und schrecklich verwachsen an diesen Themen eine mehr und mehr immer stabiler werdende Struktur. Und es passiert Folgendes, dass Stück für Stück diese hilfsbedürftigen Bauelemente in dieser Region werden sie sehr, sehr deutliches herausfallen und allmählich dieses Anfang sehr, sehr viel für eine Pflanzennetzwerk, eine sehr stabile Struktur entwickelt, dass es eben bei diesem lebenden Fachwerkträger sich entwickelt und zu einem nutzbaren und gehbaren Objekt wird. Man sieht hier die Kinder auf dem Spielboden, die im Alltag diese Brücke hier nutzen. Das ist so eine der bekanntesten, die wir kennen. Die ist vor einiger Zeit, vor 9 Jahren, von dieser Studie-Fischer worden. Da ist es eigentlich erstmal dieses Phänomen überhaupt. Es sind aber auch unglaublich anpassungsfähige Konstruktionen. Hier haben die Nutzer und der Bauer, das ist beides das gleiche in dem Fall, vor vielen Jahren entschieden, nachdem hier unten immer extreme Flutereignisse stattfanden, die sind teilweise nicht nutzbar, aber beispielsweise eine zweite Ebene einzuziehen. Das muss man sich wirklich vorstellen, was diese Konstruktionen hier für Lasten aufnehmen können, wenn man sich bedenkt, wenn man bedenkt, dass das hier vielleicht in einem Reisen anstellt, bis dann wieder flutet wird und bisher nicht mitgerissen wurde. Der Grund, warum die Menschen dort diese Brücken bauen, dass sie so können, sind diese Baumhaftung zu verhindern. Das heißt, es ist der nasseste Ort der Welt. Wir haben heute bis zu 25 Meter Jahresniederschlag
Prozess von 3 Monaten dauert, das ist ganz offen, wie der Schläge der Stabilität so viel die Aktien. Da schwillt so ein bisschen, der sehr schnell zu einem heißen Strom an, der nicht mehr über Querweise ist, also diese Pflanzen als Kunden konstruiert, sondern der ist wirklich essentiell, um den Alltag zu meistern. Sie sind aber in den vergangenen Jahren mehr und mehr zu einer Attraktion geworden, nämlich zu einer touristischen Attraktion geworden. Durch den schon erwähnten Beitrag des BBC vor 9 Jahren, wo es einen weiteren Titel zuständig und es hat sich ein gigantischer Wandel dort, wo man auch als Frage der Landnutzung beschreiben könnte. Bisher waren es eigentlich arme Menschen dort, die in den dritten Ländern sehr, sehr einfache Landwirtschaft betrieben haben. Diejenigen, die sehr nah an solchen Brücken leben, leben dabei fast ausschließlich vom Tourismus. Diese Brücke hat an einem guten Samstag außerhalb der Zeitung die auf diese Brücke überqueren. Also wirklich eine Zahl und auch eine Belastung, die nach Beeindruck der Presse oder die Bilder so etwas grundsätzlich klar aushält. Es sind, finde ich, auch konzeptionell betrachtet einfach faszinierende Pflanzenstrukturen. Das ist die vermutlich älteste, die wir kennen. Wir haben gesucht, es ist ja das Alteste, und es ist nicht so ganz einfach, wenn man auch nicht mal jahresuell dort an den Bäumen um das zählen könnte. Aber durchsehen kann vielleicht auch nicht so optimal. aber durch Interviews und Befragungen, der Recherche der umgebenden Historie kann man das Alter dieser Brücke auf 180 bis 250 Jahre angrenzen, was ich wirklich auch sehr, sehr schön finde, dass man das Alter auch sieht. Das ist ja hier ein bisschen alter Mensch, man weiß gar nicht, wie man das ist, was 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 das. Das ist auch in meiner Stadtpasta-Stadt-Anlehnung so. Das ist ja mit einem Toten, aber ich bin jetzt verschwunden. Damit so eine lebende Konstruktion eigentlich durchaus in einem ja, etwas dichterbesiedelten Gebiet. Zurück zu den Menschen. Das hier ist einer der tiefsten Interviewpartner der ganzen Welt. Brückenbauer, wenn man so will, der eine dieser Brücken sein. Mehr 60 Jahren begleitet, mit 66 Jahren alt ist, und das quasi mit dieser ersten Kessler als Studium von seinem Vater transportiert bekommen hat, wie man solche Techniken anwendet. Und hier uns die Verbindung hier zu sehen in der Mitte, der den vielfach untergebracht relativ gut erklären konnte, welche Schritte notwendig sind, um solche Strukturen zu errichten. Wir haben damit begonnen, nämlich. Ich gebe heute nur so einen kleinen Einblick in diese Forschung, die dort erläuft, weil wir es noch gar nicht publiziert haben, in erster Weise, um einen größeren Forschungsantrag daraus zu generieren. Und wir haben erstmals versucht, dass diese Dinge eher als Bauingenieur auch mal als technisches sich zu erfassen, einfach mal aufzumessen und zu schauen, was können Sie denn, was leisten Sie denn in dieser Gegend. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse dabei ist, die wir zusammen mit dem anderen gemacht haben, das Phänomen erstmal auf die Karte zu bringen, was sie ist. Das ist total faszinierend, dass wir in einer Welt, wo wir 5-mal am Tag in Google Maps schauen und zu wissen, wo wir sind, dass es da Phänomene auf diesem Planeten gibt, die nicht kartiert sind, sondern ein weißer Fleck der Landkarte sind. Es gab es vor 5 Jahren so ein Jahr, wie das BBC mal vertreten hat. Wir haben mittlerweile 75 solche Brücken kartiert. Das ist ein Wort, das ist diese Persikirche, die von Bangladesch oder die Erde, die 1500 Meter. Wir haben da versucht, alles ein bisschen Legitimologie, das Klima und so weiter mit zu kartieren und so herauszufinden, wo es denn wie, warum, am besten und welches Problem denn angewendet wird. Das ist wirklich in den Kinderschuhen. Das Schöne aber, was man einfach hier sieht, ist, dass es nicht irgendwie ein lustiges kleines Phänomen am Rande ist, sondern dass dieser Exkurs wirklich eine Kulturlandschaft ist, wo es alles sieht, wie aus dem Grunde der Rede, dass diese Kulturlandschaft wirklich nur funktioniert durch diesen Ansatz der Rede und der Kultur. Ansonsten sind diese Gebiete eigentlich nicht. Zwar nicht erschließbar. Es wird jetzt gerade darüber diskutiert, da eine Straße zu bauen. Also man braucht den einfachsten zu erreichen, von Mumbai 2 Tage, der Reisezeit, wo
sehr, sehr abgelegene Region unseres Planeten. Das ist ja auch schön, dass es sowas gibt. Hier ist unser erster Versuch, mal so eine zeitliche Entwicklung darzustellen. Wir wissen aber ehrlich gesagt viel zu wenig über das gesamte Phänomen, um das wirklich plausibel darlegen zu können. Das ist nur eine konzeptionelle Skizze. Und wir wissen auch noch sehr wenig über diese Tragwerke, über diese Dinge sozusagen darüber nachzudenken, um herauszufinden, wie laufen denn da überhaupt irgendwelche Kräfte. Also es ist wirklich ein Engineering by Feeling sozusagen, ein tägliches Trial and Error, ein ständiges Weiterbauen, was wir so in unserer Ingenieurswelt überhaupt nicht kennen. Ich bin aber sicher, dass wir da unglaublich viel von lernen können und lernen sollten. Nicht, dass wir sowas eins zu eins übertragen, aber allein der Gedanke in die Welt zu setzen, das ist nicht nur eine Landschaft, das kennen, glaube ich, wir alle. Da wissen wir, die muss sich entwickeln, ein Park muss wachsen, aber dass auch eine Architektur so konzipiert werden kann, dass man wirklich nicht unbedingt nur für sich baut, sondern eigentlich für die andere Generation und das Ganze anders unterwirken. Das ist meistens für den, dass man unbedingt die andere Generation so rausnimmt, wie man den Schrott wieder los wird, den wir so gebaut haben. Insofern denke ich, dass es wirklich ein sehr, sehr spannendes Forschungsfeld wird, was wir uns hier aufgetan haben, was ganz unterschiedliche Aspekte, Pflanzenverwendung ist ein, dann von Biomechanik ist ein, dann von Biologie ist ein, genauso aber Soziologie, weil ja auch dieses, wie funktioniert eine Gesellschaft, die es wirklich schafft, mit einer solchen Konstanz so etwas beizubehalten. Wir haben schon eigentlich so ein bisschen durch die Interviews und Nutzungsstrukturen herausgefunden, dass es da unterschiedliche Prinzipien dahinter gibt. Dass es teilweise einzelne Klassen, einzelne Personen gibt, aber dass es teilweise auch eine allmähliche Struktur dahinter gibt, die diese Idee erzeugt und auch in Stand hält. So viel als ersten Einstieg und Einblick in die Menschen, die Pflanzen und die Attraktionen, die wir in der Gruppe. Ich möchte nun zu einem etwas praktischeren Teil kommen. Mich fragt ja schon seit fast 15 Jahren die Idee, wie man solche Ansätze in dieser heutigen modernen Welt implantieren könnte, wie man auch mit diesen Phänomenen des Wachstums, des Verwachstums, des Vergebens von Pflanzen zu konstruktiven Einheiten heutzutage arbeiten könnte. Und im Rahmen dieser Arbeit sind eine ganze Reihe von Versuchsfragen und Forschungsfeldern entstanden, die ich jetzt hier einfach mal schlaglichartig mit ein paar Erkenntnissen auf Art und Grad etc. kurz aufzeigen möchte. Durch dieses Phänomen ist spektakulär, ist zunächst einfach nur die Zusammenhänge, die sind zusammengedrückt, wird miteinander verwachsen. Aber der Folgenständige jeder Konstruktionsweise dann natürlich die Detailhalter. Was habe ich denn eigentlich hier für eine Art vor mir oder welche Technik kann ich hier beispielsweise nutzen? Das ist jetzt hier der erste Sache aus meiner Information. Kann ich kurz durchgehen? Das ist ein Seil beispielsweise, ich suche mit einem also ganz schönen Seil, die Bügelstellen zu gucken, die überhaupt nicht. Die Faserstruktur der Registratur zu starten, das Ganze wird gestellt. Das ist da alles einfach mit drin gemacht, das ist nicht so überraschend, vor allem in Teilen. Das ist ganz, ganz einfach. Wachsen ist die Esche ist wunderbar, möglicherweise Esche fliegt die Sterne alle Versuche weg. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir hier nicht wirklich greifen. Das sind jetzt zwei Beispiele für Platane. Das ist dann immer unser mittlerweile unsere Erinnerung. Letztendlich alles und es hat sich jetzt interessiert, und das ist alles, was letztes ausgeführt hat, nämlich die hat man oft eine häufige Schraube im Baum, mit der man dann irgendwie ein Stückchen durch so etwas zusammenheftet, die dann sogar drin lässt und dadurch eine sehr einfach, eine sehr gute Bewachsung erzeugen kann. Ich war sicher einmal im Fastenkloster, als ich von 800 Bäumen. Das sind jetzt noch alte Bilder auf unserem
unsere Vertriebsanlage in der Wohnheim. Hat es noch nicht auf der linken Seite, dass Sie irgendwie so mittlerweile Station trainieren lassen? Können Sie sich interessieren, im Sinne eines langzeitlichen Versagens zu erkennen, dass das auf der rechten Seite sehen, dann bin ich leider dazu, dass das Geld im Transport, aber ich habe schon Zeit, dass ich von dem LKW gekauft habe, das hierher zu bringen. Das Geld ist also noch da. Das ist eine ganz andere Versuchsweise, weil man auch mit Fuß und nach der Zwischenhahn gehen und dabei ist nicht so, dass die Transportgesetze noch interessieren. Da haben wir die Formbarkeit von Baumschulstandarddaten mal untersucht, auch in verschiedenen Arten. Hier ist wieder die Tatane abgebildet, die auch vor allem gegenüber Schnellnützigkeit entwickeln hat, zu sehen, gute Resultate in kürzester Zeit erzielen. Hier unten haben wir die Baumhase, die auch ein sehr, sehr schönes und kürzester Zeit erreicht hat. Das sind für mich die interessantesten Versuche. Das sind die Google von Julian, was auf der Liste gelandet ist. Ist ein zweistöckiger Wachstumsversuch, die in der Kernverpflanzung 2013 hier in diesem Jahr. Hier wachsen Pflanzen zunächst ein, sollen sehr oben wachsen, mit dem sehr großen Profil, weitere wachsen hier oben und sind in der gleichen Art und hier oben verbunden. Das ist zunächst nichts anderes, als die gerade eben gezeigt, was wir überhört haben, wie diese bei Landes beispielsweise, bei Carbonus und bei Carbonus. Wir haben hier eine Technik noch mehr weiterentwickelt, das ist eine relativ große, mit der großen Werbung, diese Verbindungen zu erzeugen. Hier sieht man dann auch nochmal, wie man die Form hat. Und hier eine Blutgrube, die es prinzipiell gut macht, daran wird gestellt, wie diese Anfälligkeit für Flüssigkeit entwickelt. Und überraschend, dass obwohl zunächst die Außen sehr ähnlich aussehen, die Hopfengrube, die wir als sehr klimawandelige Dünger in diese Versuche eingespeist haben, nur teilweise vergleichbar gute Resultate wie an der heimischen Kohlenhydrate gezeigt hat. Hier sieht man das Ganze nochmal bei Nikola, der Birke. Auch sehr vielversprechende Versuche, wobei wir keine Ahnung haben, wo wir das konkret einsetzen können, weil Versuche ja eigentlich in solchen Versuchen umgehen sind. Also in die Stadt zu gehen, in eine sehr wichtige Situation, auch eine neue Art der Bäume einbringen zu können. Und da sind wir wahrscheinlich in dieser Arbeit etwas falsch beraten. Das Interessanteste unter diesen Versuchen hier ist aber dann hier erstmal noch ein über zwei Versuche gewesen. Und was dann passiert, ist etwas skurril, das sieht man nämlich schon hier hinten her, wenn ich immer das selbe klare Bild. Die Idee ist nämlich dahinter, dass wir das nur als ein Lebenskunstprodukt nehmen, das ist eine Pflanzenaddition. Die brauchen wir hier oben auch einfach eine Belästigung, dass wir da Raum hier verwechseln und das erfüllt werden. Dann verwechseln wir das da unten. Und die Hypothese dieses Versuchs war, dass wir etwas dieser hier unten langfristig in der Lage ist, zu betreten. Wir haben jetzt in diesem Sommer bei fast allen dieser Versuche den Bodenbaum komplett abgefällt. Es schließen sich unglaublich viele natürlich pflanzenphysiologische Fragen an. Es ist auch ein Grund, warum es sich extrem kompliziert und bei Stefan gelandet zu sein, weil wir auf diesem Campus wirklich die weite Kompetenz in der Ökophysiologie der Pflanzen und in der Botanik und in den Forstwissenschaften vorhanden ist. Wie man über Studienstrommessungen etc. beispielsweise herausfinden kann, wie der Baum jetzt hier umsteuert. Wir haben das bisher noch nicht gemacht, aber es gibt einen schlagenden Beweis, das funktioniert. Das ist mehrere Wochen, nachdem wir hier alle oberen Grenzen abgestellt haben, aufgenommen worden. Und ganz ohne die Statistik offensichtlich ist es grün. Also insofern kann man jetzt sagen, grundsätzlich funktioniert dieser Ansatz. Und das ist jetzt die Zeit heute eigentlich keine Projekte, aber das ist ja noch das Anwendungspotenzial dieses Ansatzes, was wir versuchen, an der Schnittstelle zwischen Architektur und Freiraumgestaltung der Möglichkeit zu entwickeln, wie wir das mal angucken, als ja die Karte Freiräume, da wird ja dann im Wettbewerb aus der Zukunft in Berlin als eine dreidimensionale tiefe, grüne Fassade, die nicht nur ins Haus, sondern auch auf die Stadtpflanzen passiert. Dass man sowas mit solchen Ansätzen natürlich neu und anders angehen kann. Ich möchte jetzt den Bogen schlagen zu der
anderen Bein meines Spagates sozusagen. Das war ja jetzt noch so ein Anblick, um experimentelle und analytische Arbeiten. Ich bin aber mit dem gleichen Herzschlag sozusagen, mit der gleichen Passion auch konzeptioneller Entwerfer, würde ich sagen. Und ich möchte einen Wettbewerbsbeitrag zeigen, den wir der größten Landschaftsarchitektur der Fülle, der in der vergangenen Zeit in Italien gelaufen ist, in offener Wettbewerb mit 180 Teilnehmern, die wir uns gewagt hatten. Und ich möchte dort zeigen, wie wir versuchen, jetzt nicht nur Techniken zu entwickeln, sondern wie wir auch versuchen, mit unserem Ansatz Konzepte zu entwickeln, in denen diese Techniken Anwendung finden und auch für den Menschen auch zu einer relevanten Größe. Sie werden jetzt zunächst mal keine Pflanzen sehen, sondern Sie werden versuchen, diese Entwurfsaufgabe, die landschaftsarchitektonische Entwurfsaufgabe darzustellen. Der Ort ist hier in Prato in Norditalien, etwas geradezu, wo die sogenannten Prato-Quellen, die Grundebene ja auch Florenz liegt, in der das Bildern mit einem Bauch. Also eine Ebene, das ist ja immer, wenn man nach Florenz kommt, merkt man, das ist ja ein Fernsehen, die Toskana, das ist ganz toll, und dann müssen anderthalb Stunden die Augen zumachen, und dann kann man sich ja auch machen, wenn man in Florenz ist, weil das Zwischen ist, das ist ja extrem industriell und landwirtschaftlich übernächste Raum, in dem eigentlich diese historischen Städte schwimmen, so gesehen. Und Prato, das ist hier die Kernanstalt, zeigt sich eine ganz besondere Geschichte aus. Im Gegensatz zu Florenz hat sich Prato in der Renaissance nicht wirklich entwickelt, und es war von Florenz quasi dominiert, durch die sich entwickeln, sodass sogar innerhalb der Stadtmauer viele Bereiche mehr blieben, sodass wir hier zu Verhaftungen und Mühlen relativ groß wie der Grünen, weil wir bis hinein ins 19. 20. Jahrhundert haben, bis heute innerhalb des Altstadtgebiets haben. Außerhalb dieser Altstadt hat sich dieses Industriegebiet hier entwickelt, was für Prato eigentlich das aktuelle Image oder das aktuelle Image probiert ist. Prato ist bekannt für seine Textilindustrie und das hier ist Chinatown, das heißt wirklich so. Das ist die größte Ansammlung von Chinesen in Europa, man weiß nicht, wie man sie 40.000 bis 60.000. Teilweise in illegalen Fabriken wird da Mode, Mädchen, die chinesischen Preise produziert. Und Prato hat eine neue Regierung bekommen vor zwei Jahren und die hat sich zum Ziel gemacht, dieses Image grundlegend zu ändern. Und ist mit dem Versprechen angetreten, hier eine öffentliche Art innerhalb unserer Stadtmauer zu machen, auf einer Fläche, die aktuell hier in diesem Krankenhaus gesetzt ist. Das soll abgerissen und außerhalb der Stadt neu gebaut werden. Das ist also die einmalige Chance, die wir dort haben, innerhalb eines mittelalterlichen Stadtbaus eine Art entwerfen zu können. Das ist nun dieses Krankenhaus. Viel gehasst von der Bevölkerung, weil in den 60er Jahren gebaut, immer wieder angeschüttet und nie in Stand gehalten, also aktuell in einem katastrophalen Zustand und dann einfach das Versprechen der Politik. Weg damit und wir machen es schön grün und wir machen euch einen Park, der nicht nur Attraktion für breite Bevölkerungsschicht ist, sondern so die Ansage, der international so eine Attraktion sein soll, dass wir gleichziehen können mit so etwas wie der High Line in New York. Das war so ein bisschen die Parque de la Villette in Paris. Das hat man dann auf Bernhard Schule zum Preisrichter Vorsitzenden gemacht. Dieses viel gehasste Krankenhaus hat aber einen unglaublichen Vorteil. Wenn man hier oben ist, kann man in zwei Richtungen schauen. Man kann in die Altstadt schauen, die geht so bis zu und man kann in die andere Richtung sozusagen nach Chinatown schauen und sieht dort die industriellen Türen, die Schornsteine, die Wassertüren etc. Und jeder weiß, dass man in einer Altstadt nicht neu bauen kann und dass diese Übersicht und dieser Zusammenhalt, den man dort erleben kann, ein für alle Mal weg wäre, wenn man das Krankenhaus abreißt. Und wir haben deshalb ein Konzept entwickelt, und deshalb hatte ich ja erstmal die Frage, ob man immer alles erstmal flach machen muss, um Gebäude zu bauen.
und haben hier mit Ingenieuren gesprochen und wir haben mal gefragt, was kostet es eigentlich, das Ding abzureißen? Ich sage es ganz billig erstmal, man macht die Fassade weg, das kann man bei der Zeit nicht mehr haben. Und dann reißt man die ganzen Stockwerke und alles auch ganz einfach. Und dann bleibt am Schluss immer die Treppen dran. Das ist gerne stehen, das ganze Stadt in Sinn und Garten lautet, die irgendwie das 70% des Dinges werden in die rein. Also haben wir gesagt, stoppen wir doch hier und lassen am Schluss, was am meisten kostet, um es zurückzubauen. Stehen und haben schon deutlich zu führen, die Schatten für die Stadt. Eine sehr architektonisch ingenieurtechnische Landschaftsentwurf. Wir haben deshalb gesagt, wir machen fast gar nichts. Wir lassen da die Grundmauer stehen, wir lassen die Türen drin stehen. Das war ja ein bisschen die Tatkraft verstanden, statt die Bäume das transformieren würde, wenn ich gleich noch etwas weiter eingehen. Wir machen aber mit kleinen natürlich mit unserem Thema, weil wir machen natürlich diese Türme zu grünen Türmen und dann zu den größten Bäumen wieder. Tiefebene in Konkurrenz in unterschiedlicher programmatischer Auflage. Wir haben hier natürlich ganz kleine Mikro-Apartments zu gestalten, die wir aussetzen. Wir haben zusammen mit einer Sache Wappner-Architekten einen 8000-Zentren Ausstellungsturm, die Südensgärten in der Stadt zu bauen, war ich deshalb nicht drüber. Und das Ganze basiert dann natürlich auf den schon gezeigten Techniken der Baubotanik, wobei wir gesagt haben, wir haben in der Regel genug Kompetenz, baumschulerische Kompetenz, dass wir die Baumschule vor Ort im Park begleiten können. Wir sichten diese Bäume, die wir dann so gefertigt haben, vor Ort an, wie man es auch hier bei der Baumschule drin sieht. Und das ist dann gleich als Teil des Parks gleich eröffnet. Und dann kann man diese Dinge nach einigen Jahren nehmen, wenn das Krankenhaus abgerissen ist, wenn es gar nicht diese Türme ergrünen lassen und dann den Menschen sozusagen in die Bauten zu fördern. Wir wissen aber auch, dass ein Drittel dieser Ansicht nicht funktioniert, weil ein Teil abbricht oder sonst irgendwas. Deshalb haben wir gesagt, lassen wir mal den Tag in der Liebe. Also alle gescheiterten Bäume, die wir von der Bäume leben, die haben wir nicht ab, sondern machen sie einen Wandwerk, der das Produkt in die Bäume etc. So sieht dann unser Masterplan aus. Hier sieht man diese Türme, das ist ein ganz interessanter Park. Das ist der bisherige Parkplatz und das ist dann unsere Baumschule, die wir dann in einzelnen Bevorder rein zu einer Attraktion für die Bevölkerung entwickeln wollten. Zwei Bilder, dieser Kunstturm von Adelmann Wagner, die Rande dieses Plateaus und der Aussichtsturm, die sich alte Beton aufzuschächte durch Drängen entliegende Pflanzen. Und hier nochmal ein Zeitplan. Das war uns ganz wichtig, das haben wir uns auch in der Kasse, dass wir gesagt haben, wir entwickeln eine Zeitachse bis 2030. Wir feiern erstmal den Abschluss des Krankenhauses, das dann erschließen wir einen Teil als Installation in diesem Ausgangspunkt. Dann öffnen wir die Baumschule und dann geht es Stück für Stück in den Aufbau weiter, bis man irgendwann einen Tag hat, der nie fertig sein soll, sondern der auch immer diese Entwicklung des plötzlichen Wachstums, das wir versucht haben, für die Welt einer strategischen Stadtprozessentwicklungsbewegung immer auf Dauer veranschaulichen. Das ist dann das abschließende Bild. Dieses immer schwer Pflanzen und die Prozesse, die Bänder des Bildes, die es dann ja immer etwas verspricht, was vielleicht so nie eintritt und was dann natürlich auch erst in 30 Jahren eintritt, aber ich denke, ohne Bilder kann man nicht eine Wettbewerbsbestreitung. Für mich eigentlich ist das hier das Wichtige, wenn wir dieser schematische Schnitt durch die historischen Türme der Altstadt, durch die industriellen Türme der Neustadt, Wasserturm und der Neustadt und unseren grünen Turm in der Mitte, der mit seinem Kern aus den 70er Jahren ein Stück weit in eine jüngste Vergangenheit gereist, der mit seiner wachsenden lebenden Konstruktion verweisen sollte. Damit habe ich also versucht, diesen
Spannungsfeld aufzureißen, einerseits bei Menschen, Pflanzen, Attraktionen, andererseits aber auch, wenn wir, wie gesagt, unsere Professur verstehen, wir bei Stefan, dass wir versuchen, Dinge tiefgründig zu verstehen, experimentell Neues zu entwickeln und historisch zu lernen und gleichzeitig wir und mit den Studenten auch konzeptionell zu arbeiten. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank für deinen Einstieg, der so ein bisschen gedacht war als Schrittleiter für die Architektur, für die Landschaftsarchitektur. Interessierten, dass Sie sich vollkommen wechseln, weil ich gerne sprechen habe, wenn Sie das wieder haben. Ja, der Bezug zur Attraktion ist, glaube ich, die Förderung, die wir geschaffen haben. Das waren jetzt die Transitskünstler unter den Pflanzen, ja, und zwar in einer Form, die Sie vielleicht so nicht geahnt haben, dass man da jetzt mehr machen kann. Das ist ja wirklich klar und ich glaube, das ist auch einigermaßen klar. Vielleicht willst du noch was sagen zu der Frage, wie man jetzt aufpassen muss, dass diese Transitskünstler nicht so laufbaumartig anfangen, uns zu umschwingen. Das sind ja dann so Verfahrenpflanzen, die vielleicht dann noch in die Verdunklung oder in die Fenster oder in die Lichtungsschicht reinwandern und dann mit diesen suggestiv werden oder vielleicht auch zu unerwünschen. Das ist eine gute Frage. Also ich meine, im Gegensatz zu Kletterpflanzen wachsen Bäume ja schon zum Beispiel weg. Das heißt, sie kriegen ja nicht in den Weg vor in irgendeine Nische hinein. Insofern haben wir da natürlich erstmal einen Vorteil. Aber tatsächlich ist es wirklich natürlich schon eine große Frage, die sich das sozusagen gerade auf ein Wohngebäude beispielsweise. Wie viel Natur verträgt denn der Mensch? Ja, und wie viel Licht will er sich dann mit der wie viel profitiert man denn da? Und ich denke, das muss man wirklich sehr stark aushandeln. Wir haben auch keinen Entwurf erlaufen, in der Verdisziplinär, vielleicht mit den Menschen, vielleicht ein paar Ingenieurstellen, wo wir versuchen, solche Pflanzen zwei Grundstrukturen durch neue Rüber zu bilden, wo es sich auf unseren technischen Gründen notwendig ist. Und da muss man wirklich, glaube ich, ein Balance machen. Ich habe dazu gerade jetzt auch noch ein bisschen von der Lehre, der ich aus der Kerl in Mailand gemacht hat, unterhalten, und auch ablehnende Stimmen in seinem Gebäude zu sehen, nämlich diese sehr seltenen Stimmen. Und er hat da von überraschenderweise keine ablehnende Stimme berichtet, wenn ich so etwas sage. Das ist ein Ton, in dem nur Leute wohnen, die sonst in den Panama-Papers aufkaufen. Also, die sind fast nie da, wahrscheinlich. Ja. Und außerdem haben sie sehr bewusst für diesen Projekt jeweils 12.000 Euro pro Quadratmeter bezahlt haben, um dann wohnen zu können. Das ist natürlich schon etwas anderes. Aber was ich damit sage, ich glaube, man muss immer, es muss immer etwas Gewünschtes und Gewolltes sein. Also, eine Zwangsbegründung. Halte ich wirklich mal auf nichts. Das war bei Württemberg etwas, zum Beispiel eine Begründungspflicht in der Landesbauordnung eingeführt. Ich finde, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil man kann eine Pflanze nicht zum Wachstum zwingen. Wenn sie von Menschen nicht gewollt ist, passiert immer wieder, dass sie es nicht tun. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir berücksichtigen müssen. Also, das kann man vielleicht aus der Praxis. Oder man muss Formen des Besitzverhältnisses, wie zum Beispiel die der Baugruppe, nutzen. Um zu sagen, jawohl, wir haben alle nach der Schule geschehen, das hat dann dafür ein, wenn jetzt ein Investorengebäude oder eine Wohnung einzeln verkauft werden, dann ist die Begründung, das ist die richtige Art, das ist nicht dauerhaft. Ja, die Frage kann natürlich auch in die Mikro, vielleicht haben Sie die Frage, ich muss sehen, dass das juristische Film, Andreas, brauchen das zweite Mikro, glaube ich, von vorne, oder? Dieses Mikro, die Marie Pöstling, das ist die Frage. Sobald fragen wir. Also, haben Sie Fragen? Sie haben ja gesagt, dass Sie viel mit Bäumen konkurriert haben. Haben Sie auch mit anderen Pflanzen, also zum Beispiel Stinkpflanzen oder sowas konkurriert? Und wenn man dann ausgehen könnte, sie würde krank werden.
Das tut sie eigentlich nicht, weil sie was machen könnte. Das Ergebnis ist ungefähr so, dass die Arten, die grundsätzlich eine gute gutheilige Abstoffung haben und diesen Fremdkörper relativ gut umgehen, so färben, sich schnell schließen. Man kann da extrem viel falsch machen, man kann es aber auch richtig machen. Also der größte Fehler ist dann irgendeine schwarze Bombe zu kaufen und da durchzuschießen. Das wird definitiv fehlgehen, weil man damit das Holz spaltet und einen langen Biss erzeugt, der dann zum Einbringen von Krankheitserregern und von Feuchtigkeit und Sauerstoff führt, was langfristig zu einer Fäulnis in dieser Situation beiträgt. Wenn man das mit einer speziellen Schraube macht, die Lücke dann nicht, dann ist es innerhalb weniger Wochen eigentlich so eingekapselt, dass es nicht ins Kühl reinkommt und deshalb haben wir uns tatsächlich dafür entschieden, jetzt hauptsächlich auf diese Technik zu fokussieren, bei Arten, die grundsätzlich in solchen also wir können nicht zaubern. Das heißt, die natürliche Wuchshöhe eines einer Baumart ist selbstverständlich das Limit. Das wird nur alles eigentlich müsste da drunter bleiben, weil der Wassertransport wächst nachher bis zu den Zimmel Größe und also höher als der Baum natürlich wachsen würde. Die Frage für mich ist,
Sind das eigentlich Einzelfälle, wo man sagt, nice to have, oder kann daraus was entstehen, was wirklich eine breite Wirkung hat und zur Verbesserung der Lebenssituation in den Städten langfristig beitragen kann? Postco Vertical wird verkauft als macht das in Zukunft, der Hochhauspreis gewonnen und die Städte sind gerettet. Wie ist deine Position dazu? Und natürlich deine Frage auch die Frage, an der die Arbeit du machst. Wann wird aus nice to have essential? Ja, grundsätzliche Frage, ich stehe mal, ich stehe mal, weil nämlich jetzt, wenn ich genau das Interview, was wir ja für Deutsche umgeführt haben, was wir für eine Schuld ist sozusagen, da haben wir uns auch mit dieser Frage sehr intensiv auseinandergesetzt, auch bezüglich der Frage, wir sind jetzt mal nicht prototypische Projekte, das ist es eine Blaupause zur Rettung des Planeten, ja, oder ist es ein Experiment, was mal die Möglichkeiten demonstriert? So verstehe ich zunächst mal, dass das jetzt sehr gebraucht war. Ja. Ich denke, wir brauchen so etwas, wir müssen auch einfach die Gedanken aufbrechen, die Köpfe aufbrechen, dass man mal etwas Neues wagt. Es ist natürlich aktuell immer eine große Tendenz, das kommt, glaube ich, aus dieser Vorschussvertragsschreiberei auch heraus, dass man mit allem die Welt retten muss. So ist es. Das ist unsere Pflicht. Es ist zu versprechen, sonst gibt man keinen Bauherrn, das ist ja auch so ewig, weil man kriegt keine Drittmittel, von denen wir dann irgendwie leben müssen. Das ist natürlich wirklich sehr zweischneidiges Schwert, wenn nämlich sich irgendwann herausstellt, das Versprechen wird nicht eingelöst und es bleibt eigentlich immer ganz singulär im Objekt. Und bei Stefano Mueri, da bin ich mir nicht ganz sicher, er macht ja gerade ein Projekt für China, wo es mit 1500 solche Hochhäuser geben soll. Das ist natürlich spannend, die Frage, zu welchem Preis er das China auch verkaufen. Und auch wie hoch ist der energetische Input, um jetzt diese Balkone so groß zu machen, beispielsweise, das ist funktioniert. Und wie hoch ist der energetische Input, um die Wasserfälle zu bringen und so weiter und so fort. Und das sind natürlich viele Fragezeichen ganz klar. Also man kann also was man sicherlich machen kann, ist ein Thema, aber damit bekämpfen wir das jetzt nur zwei Absatzungen. Ein lokaler Effekt ist bestimmt vorhanden und es ist einfach die Frage, wie viel ist der uns wert und welche Lösungen gibt es da. Ich habe jetzt als Einfluss zu unserem Entwurf genommen, Dienstag jetzt unter dem Vortrag zur Haltung und ohne Architektur im Standgelände gemacht, um da einfach diese Bandbreite aufzuzeigen. Und da ist ja das schon so gerade an diese Spitze des Eisbergs. Und da gibt es ja ganz andere Beispiele einer sehr viel lässigeren Art, sowas zu machen. Also es gibt jetzt nicht bis zu so einem Alperla im Buch von Harry Glück, ein unterrassiertes Gebäude aus den 70er Jahren mit Betonströmen, die der Teil der Struktur sind, wo das eigentlich eine Art Mikro-Schrebergarten für die Bewohner ist, was so eine Art Gärtnerrechte gern ausgeachtet ist. Das ist ganz da gibt es Obstbäume, da gibt es Ziergärten, alles in der Fassade. Genauso grün wie der Postco Vertical in diesen Bereichen und sozialer Wohnungsbau. Und seit über 30 Jahren statistisch erwiesen, die Wohnsituation mit der höchsten Wohnungszufriedenheit. Also, ich glaube, es gibt da Wege, die etwas anders aussehen im Detail. Das ist das, was wir gerade von die aber da ganz viel ermöglichen. Also ich bin ja auch, ich darf es hier sagen, da sind ja nicht so viele, da werden sie nicht gebücht. Und ich bin ja eigentlich großer Fan von Unterwasser, weil der ja das darf man nicht sagen, nicht weil er so seine Architektur so schön finde, aber sondern weil er wirklich so denken, weil sie auch ein ganzer Mensch und die Natur zusammen im Eigenen Gebäude etwas zu werden. Und wie man da auch im Kreislauf denkt. Also, er hat ja eigentlich ist das gerade so das laufende Infrastruktur, Water Design und so weiter. Das ist da ja alles grundsätzlich schon angelegt gewesen und konzeptionell gezeigt und teilweise auch schon gebaut. Und es sind ja auch Beispiele, die schon seit vielen Jahren funktioniert haben. Sehr, sehr intensiv oder Dach oder auch Wohnbeziehungen, wenn man so will. Also, da gibt es ja schon Dinge, die sind auch teuer, weil man das Risiko gekriegt hat, aber letztendlich kann man auch nicht so was in einer sehr großen Vielfalt machen. Also, wir haben eine ganze Bandbreite von Projekten, wo ich auch mal beispielsweise in Darmstadt, in dem Baumhaus, das ist einfach die Bildung, dass da oben wohl gar nichts macht.
sehen wir auch durch die Kamera aufwachsen. Also es gibt schon ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, dieses Verhältnis zwischen der Partizipation des Menschen, des Naturverständnisses, des Architekturverständnisses und der Ansatz von Technik auslösen, um einen, glaube ich, doch möglichst relevanten Beitrag in die Stadt zu machen. Thank you.